Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute die Stielnur 26 mit leichter Inkontinenz. Ich habe sie ja neulich mitgehabt im Wald. Das Video habt ihr ja schon gesehen, fürs erste von dieser Säge. Ja, leider ist sie danach restlos ausgelaufen. Zumindest lief das Öl quer raus. Ja, jetzt ist das Öl natürlich leer, aber wir wollen jetzt natürlich der ganzen Sache mal auf den Grund gehen. Wo kommt das her? Heißt also, wir demontieren jetzt gleich erstmal das Kettenrad und gucken mal dahinter wegen der Ölpumpe. Es sah so aus, als wenn das hier rausgelaufen wäre. Also gucken wir uns einfach mal an, wie der Tank aussieht, beziehungsweise die Durchführung zur Ölpumpe. So, die Kupplungsglocke habe ich jetzt runter. Wie immer dran denken, die Kupplung geht nur mit Linksgewinde. Das heißt, fest ist nicht so wie bei einer normalen Schraube, sondern genau andersrum. Dann werden wir noch das Blättchen hier abnehmen und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt nehmen wir noch die Zündkerze raus. Dazu habe ich den Luftfilter schon mal demontiert und man sieht hier auch noch alles voll mit Dreck. Also ja, hat sie scheinbar beim ersten Einsatz jetzt schon wieder ganz gut was abbekommen. Naja, egal, wir nehmen die Zündkerze raus, dann geht's weiter. So, selbes Problem wie immer, ich kriege die Kupplung nicht lose. Tja, was machen wir nun? Ich werde mir was Schlaues überlegen und wir sehen uns gleich wieder. So Leute, weiter geht's. War das eine Quälerei, die scheiß Kupplung runterzukriegen? Das könnt ihr mir glauben. Letzten Endes hat's nur mit roher Gewalt geklappt und ganz viel gutem Willen. Also ja, habe ich mich ordentlich beigequält. So, jetzt geht's aber weiter. Wir nehmen den Rest auseinander und gucken dann mal, wo das Öl herkommt. So, hier jetzt nochmal ganz gut zu sehen. Hier ist auch ordentlich verpegt alles dran. Aber wie man hier schon sieht, da ist relativ Öl verschmiert. Ich muss das Ganze jetzt erstmal sauber machen. Sehen wir uns gleich wieder. So, das Ganze ist jetzt ein bisschen sauberer, sage ich mal. Ich habe jetzt schon den Deckel abgenommen hier von der Kettenbremse. Ja, ich nehme jetzt noch das Bremsband schnell raus, dann schrauben wir die Ölpumpe mal ab. Und wie wir hier kann man das ganz gut sehen, wo die Ölpumpe dran sitzt, dass da schon ein bisschen ölig ist. Aber naja, wir gucken gleich mal. So Leute, jetzt hoffe ich, kann man es ein bisschen besser erkennen. Ich habe jetzt ordentlich geschrubbt. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, wo es jetzt wirklich herkommt. Ich werde die Ölpumpe jetzt gleich mal einmal noch rausnehmen. Und gucken wir mal. Also ich habe ja erst gedacht, dass es vielleicht die Dichtung hier unten sein könnte. Mittlerweile bin ich mir da aber nicht mehr so sicher. Wir werden wahrscheinlich einmal den Tank noch mit Druck beaufschlagen und dann mal gucken, ob es irgendwo rausdrückt. Mal sehen. So, die Ölpumpe ist jetzt raus und hier kann man es ganz gut erkennen, da oben. Da ist ein Riss drinne. Das heißt, die Dichtung werden wir schon mal neu machen. Und dann diesen Schlauch hier auch. Der ist leider so porös gewesen, dass er beim Abziehen schon abgerissen ist. Ja, die zwei Sachen werde ich dann jetzt erstmal bestellen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir es wieder zusammenbauen. So, jetzt habe ich den Ölschlauch noch schnell rausgenommen. Und jetzt warten wir auf Ersatzteile. So, Ersatzteile sind nun da. Dann würde ich sagen, bauen wir mal wieder zusammen. So, im ersten Schritt werden wir jetzt quasi das Teil hier erstmal wieder versuchen raufzustecken. Das mache ich gleich ohne euch, weil das wahrscheinlich wieder super friemelig wird. Und dann stecken wir das ganze Teil so rum wieder in den Öltank rein, dass das abdichtet und ziehen das von innen mit der Spitzzange durch. So, das Ding ist jetzt drauf. Dann stecken wir das Ganze jetzt hier mal zusammen rein und ziehen es gleich von der anderen Seite durch. So, Schlauch ist jetzt drinne. Dann werden wir jetzt als nächstes noch mal ein bisschen sauber machen und dann bauen wir die Ölpumpe und alles wieder zusammen. Ein zu schnell war ich noch. Wir müssen erst noch den kleinen Schlauch wieder einbauen, der quasi zu oben zur Öffnung führt. Den hatte ich ja auch rausgenommen. Den müssen wir jetzt dann noch mal neu reinmachen. Und zwar führt der von hier durchs Gehäuse an der Stelle und kommt dann hier oben wieder raus. Den werde ich da jetzt mal kurz reinfrickeln und dann sehen wir uns gleich wieder. So, den Schlauch habe ich jetzt durchgezogen. Wie man sieht, der ist maximal zu lang. Also den werden wir gleich noch ein bisschen einkürzen. Aber das mache ich erst, wenn die Ölpumpe drin ist, dass wir auch nicht zu viel abschneiden. So, dann setzen wir die Ölpumpe ein. Hier wieder darauf zu achten, dass wir diesen Kegel wieder unten auf den Schlauch quasi raufsetzen. Das war ja die Stelle, wo es vorhin undicht war. Das heißt, das Ganze wieder so zu montieren. Und dann die zwei Schrauben ansetzen und schon mal festziehen. So, die Schrauben sitzen, die Ölpumpe auch. Dann würde ich sagen, stecken wir jetzt den Schlauch gleich erstmal auf die Ölpumpe und gucken dann, wie viel wir abschneiden müssen.
So, der Schlauch sitzt. Jetzt schneiden wir den Schlauch noch da oben ein Stück ab und dann bauen wir den Rest weiter zusammen. So, dann machen wir weiter. Als nächstes die Hülse erstmal wieder auf die Kurbelwelle stecken von der Antriebsschnecke. Danach kommt dann die Schnecke hier rauf. Na, noch hängt es irgendwo hier? Aha, jetzt geht's. Sehr schön. Dann als nächstes haben wir hier diese Unterlegscheibe, sag ich mal. Hier steht extra Top drauf. Die kommt hier rauf quasi als Schutz. Und zu guter Letzt von hier aus die Kupplung. Wieder dran denken. Achtung, Linksgewinde. Dann ziehen wir als nächstes die Kupplung noch fest. So, dann bauen wir jetzt die Kettenbremse, also das Bremsband quasi ein. Dazu hake ich hier oben meistens immer als erstes einfach ein bisschen aus Bequemlichkeit, weil es ein bisschen einfacher ist, das Teil ein. Und erst dann hier hinten, so wie jetzt zu sehen. Und dann stecken wir das Nadellager von der Kupplung rauf. Hier ruhig immer ein bisschen Fett schon mal mit anschmieren. Das mag das Nadellager sehr, sehr gerne. Und kann auf jeden Fall nicht von Schaden sein. Dann die Kupplungsgloppe ansetzen. Und darauf achten, dass die Kerbe hier wieder mit der Ölpumpen, mit dem Ölpumpenantrieb übereinstimmt, sag ich mal quasi. Dass der dann nachher auch wieder angetrieben werden kann. So, dann das Ganze nochmal überprüfen, ruhig eine Sichtprüfung machen. Hier bei mir hat es jetzt leider noch nicht geklappt. Ich drehe nochmal ein Stück zurück. So, jetzt ist er richtig drauf. Dann kommt jetzt noch wieder die Unterlegscheibe drauf und der Sprengring. Und ja, dann bauen wir gleich noch die Verkleidung wieder an. So, dann kommt wieder das Verkleidungsstück jetzt hier noch rauf. Schrauben wir gleich wieder fest. So, dann noch wieder das Blech raufsetzen mit der kleinen Schraube. So, den Luftfilter habe ich nun auch sauber gemacht. Ich baue jetzt die Plastikteile und die Zündkerze noch kurz wieder ein und dann füllen wir mal Öl auf. So, wie unschwer zu erkennen, es ist dicht geworden. Tja, somit endet dieses Projekt. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.